heute mal ein etwas anderer Start vom Video, direkt aus der Fahrerkabine. Ja, ich bin heute unterwegs und möchte heute mal meine erste Übernachtung machen. Ja, ich bin heute auch ziemlich spontan losgefahren, weil ich in den nächsten Tagen schon wieder einen Umbau vorhabe. Und ich dachte, Mensch, wenn du jetzt wieder anfängst zu bauen, du kommst ja nie zu einer Übernachtung. Und ja, jetzt passt das gerade. Da dachte ich, los, bisschen Wasser eingepackt, eine Tütensuppe und ab dafür. Denn ich möchte in den nächsten Tagen mal gucken, ob ich hier vorne nicht mal an der Sitzgelegenheit was ändern kann, weil meine Güte, ey, das ist ja wie eine Kirchenbank. Als das Ding nur 30 Kilometer schaffte oder 40 Maximum, ja, da war das noch egal. Aber wenn man jetzt mit Reserveakku über 100 Kilometer weit kommt oder im Sommer vielleicht 120, 130 Kilometer, die ich mir so wünsche, ja, da ist dann auch irgendwann mal genug mit herhocken. Und darum möchte ich da in den nächsten Tagen mal gucken, ob ich mir da nicht was selber bauen kann. Ja, und dazu muss ich das Teil hier vorne natürlich ganz schön rupfen. Ne? Da muss ich diesen Kasten hier rausflexen und mir selber wieder was aufbauen. Ich muss mal gucken. Ach, es ist doch einfach herrlich. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist es auch egal, wenn das Ding da nur mit 30 km/h die Berge hochgeht. Das ist dann völlig Schnuppe, solange das Wetter passt, die Straßen einigermaßen leer. Ja, und man keinen Zeitdruck hat. Denn das habe ich heute nicht. Heute nehme ich mir die Zeit. Heute will ich wissen, ja, kann man da drin schlafen oder nicht? Schauen wir einfach mal. Aber bis ich meinen Schlafplatz gefunden habe, ja, bis dahin genieße ich mal noch ein bisschen die Sonne. Ja, und diesen Ausblick. Wollt ihr auch gucken? Aber ihr kennt das eigentlich alles schon. Ich bin gar nicht weit weg von zu Hause. Denn heute zählen nicht die Kilometer, wohin es geht oder so, sondern heute zählt wirklich nur, ja, ist das Ding zu gebrauchen zum Schlafen? Weil das muss ich ja jetzt langsam mal wissen. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Ja, ist doch trotzdem ganz nett, oder? Also bei dem Wetter sowieso. Na und dann mal Prost, ne? Ich hoffe nur, dass das heute Nacht alles gut geht und ich nicht heute Nacht irgendwie, ja, merke, dass ich doch nach Hause ins Bettchen muss. Aber das wird sich zeigen. Gut, machen wir hier jetzt erstmal wieder dicht und dann geht's erst wieder weiter. Die haben heute aber Waschtag hier, wa? Ach nee, das ist wegen Fastnacht. Mensch.
Hey, wenn der auf dem Radweg fährt, wieso darf ich das dann nicht? Ich glaube, das ist auch nicht schön, wenn man da jetzt mit dem Fahrrad entgegenkommt. Naja. Ja, jetzt kann man wenigstens noch mal gucken, was der Motor so macht, wenn man jetzt lange Stücke mal wirklich auf Vollgas fährt. Interessant wäre ja mal, wenn ich irgendwie Temperaturen auslesen könnte, dass man mal weiß, ob er heiß wird oder nicht. So, ja, weiß man ja nichts. Erst wenn er stehen bleibt. Was wir natürlich dieses Mal nicht hoffen wollen. Also bisher läuft ja alles wunderbar. Wie schön ist das Teil denn? Boah, war das ein schöner Bulli. Herrlich. Da kann man auch nur von träumen. Das ist doch mal ein netter Blumenkasten, wa? So, jetzt muss ich mal rechnen. 23 haben wir auf dem Tacho Kilometer. Jetzt hatte ich die Zündung vorhin aus bei 8 Kilometern sind 31. So gute 10% müssen wir wieder abziehen. Also sagen wir mal 28 Kilometer, die haben wir jetzt weg. Dann ziehe ich jetzt schon mal einen leichten Kreis, um wieder auf Richtung zu Hause zu kommen. Weil ich sagte ja, so weit weg will ich nicht übernachten. Mal gucken, vielleicht fahre ich auch zum See runter. Da ist eigentlich immer schön. Und ist nicht so weit weg. Ja, am Horizont können wir sehen. So ein paar Wolken, die tummeln sich da. Es soll auch noch Regen gehen und windig soll es werden. Na, bin ich doch mal gespannt. Eigentlich optimal für einen Test. Aber erstmal muss ich diesen Berg hier hochkommen. Oh, hier geht er aber in die Knie. Aber gut, voll ausgestattet. Also so kann man halt losfahren. Es ist alles dabei. Es ist alles zum Kochen dabei, es sind Getränke dabei. Alles drin. Klar, wenn man jetzt 3-4 Tage vielleicht, da haben wir vielleicht ein paar Getränke mehr. Wobei ich würde die gar nicht auf Vorrat kaufen. Immer nur so für 1-2 Tage. Und dann kann man ja irgendwo in den Laden gehen und sich was holen. Das sind wieder Kilos, die müsste man nicht unnötig mitschleppen. Nein, aber sonst fahre ich dieses Ding jetzt gerade reisefertig. Oh ja, da hinten jetzt aber echt. Da machen sich die Wolken aber echt auf. Hier laufen mir aber zu viele Leute rum. Dachte ich hier mal ein kleines Päuschen machen, aber nee. Ich weiß ja dann wieder, wie das endet. Aus einer Pause wird dann wieder stundenlanges Gequatsche, wenn man irgendwo anhält mit diesem Teil. Das ist wie mit einem Fahrradwohnwagen. Also entweder hältst du halt außerhalb irgendwo an, wo dich keiner sieht, oder du musst damit leben, dass du aus dem Reden nicht mehr rauskommst. Das hier sieht doch nach meinem Geschmack aus. Kein Verbotsschild, das ist gut. Wow, aber ganz schönes Senken hier im Boot. Eieieiei. Muss man jetzt mit dem Aufbau natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass es einen nicht umwirft. Ah ja. Aber wenn man ein bisschen passend da durchfährt, dann geht das auch. Aber die fahren schon nicht ohne. Ja, das hier ist doch eher nach meinem Geschmack. Keine Socke in Sicht.
Also Tacho zeigt 37 mit den 7 von vorhin, 44. Und ja, Akku läuft stabil. Alles gut. So, aber jetzt mal Ohr weit aufgeschmissen. Boah, irgendwann haut sie ganz ab die Tür. Wollen wir doch mal einmal raus. Ah, einmal die Beine vertreten. Weil ganz ehrlich, selbst nach den paar Kilometern tut einen schon der Arsch ein bisschen weh in der Kiste. Also das ist nichts Dolles. Ja, aber hier vertrete ich mir doch lieber die Beine. Herrlich. Nein, weil das Problem ist wirklich so, wenn du damit irgendwo anhältst, wo Leute sind, da kommt der ein oder andere kommt auf dich zu und dann ja, wird halt gequasselt. Und naja, ich bin ja dann auch einer. Wenn, dann nehme ich mir auch die Zeit und dann quasselt man halt. Ne? Man will ja auch nicht unhöflich sein oder so. Nee, aber heute einfach mal ein bisschen die Ruhe genießen. Wenn ich heute schon mal ein bisschen Zeit für mich habe, dann ist das auch mal ganz schön. Tja, da steht er, der Mikrocamper. Von Anfang an belächelt von ganz vielen. Ja, ganz viel böse Kommentare kamen. Was will man mit dem Schrotthaufen? Als ich dann sagte, ich mache einen Camper drauf. Ach, wo willst du campen? Im Garten, da kommst du ja nicht weit mit. Oder, ach, das Ding schafft das nicht wegen Zuladung. Das klappt alles nicht, das kippt dir um. Was musste ich nicht alles hören? Aber da steht er, schafft jetzt über 100 Kilometer mit seiner Kabine drauf. Da bin ich mir felsenfest sicher. Ja, und das ist ja schon mal ein Anfang. Das heißt ja noch nicht, dass das das Ende ist. Und somit konnte ich mir wieder diese ganzen Diskussionen sparen und muss da auch gar nicht drauf eingehen, wenn jemand sagt, so ein Schrott, so ein Scheiß, kannst nichts mit anfangen. Ich mache dann einfach, naja, und die Leute sehen ja dann, was draus geworden ist. Aber einen Gruß muss ich an die jetzt doch loswerden. Ha, ich hab's doch hingekriegt. So, Spaß beiseite. Nicht, dass wieder der nächste Kommentar kommt. Boah, bist du arrogant, ey. Hatte ich auch schon mal, also von daher kann ich aber auch mitleben. Es ist immer schön, wenn einen die Leute besser kennen, als man sich selbst. Ach, aber das ist doch herrlich so. Ey, genau diese Ruhe, die braucht man manchmal. Die braucht man manchmal, gerade so in der heutigen Zeit, ne? Ich meine, was geht alles ab auf der Welt? Da will ich jetzt hier auch gar nicht mit anfangen, weil dafür guckt ihr diesen Kanal nicht, um dieselbe Grütze zu hören, wie sonst schon überall in den Nachrichten, im Fernsehen, auch auf YouTube, was nicht alles los ist und was nicht für einen Müll gebaut wird. Und da gehe ich hier nicht drauf ein. Wer hier mitguckt, der soll genau auch das sehen. Einfach so ein bisschen Ruhe und Frieden in der Natur. Ich habe hier ein Handy nur für das Fahrzeug hier. Habe ich mir mal ein billiges besorgt, wo ich meine ganzen Apps drauf habe. Und jetzt wollte ich gerade mal gucken, was hier vorne in die Aufbaubatterie noch geht, weil die Sonne steht jetzt ganz, ganz schräg. Sieht man auch an meinem Schatten da, ob da überhaupt noch irgendwie Saft ankommt in die Batterie. Weil eigentlich, glaube ich, wird da nicht viel möglich sein. Mein Gott, wie langsam ist das Handy denn? Oh, es hat es doch mal geschafft. Ah, 6 Watt. Aber gut, 6 Watt haben oder nicht haben, ne? Dafür, dass die Sonne so weit unten steht schon. Also ja, da kann ja nichts drauf kommen. Aber Schattenspiele könnte man machen. Hallo? Ja, und ich werde das jetzt heute auch so machen, so wie ich vorhin schon sagte, da ich werde jetzt noch weiter wieder Richtung zu Hause fahren und werde dann runter zum See fahren, zum Riedsee. Der ist von mir Katzensprung, kann man fast hinspucken. Aber das ist mir dann doch schon lieber, weil wenn dann irgendwas dazwischen kommt, dann bin ich wieder schnell zu Hause. Das macht, glaube ich, bei der ersten Nacht erstmal Sinn. Normalerweise bin ich da störungsfrei und mache immer einfach, aber nee, heute mal nicht. Ja, und ich glaube, da die Sonne ja jetzt schon sich ziemlich neigt, ja, es geht noch, aber ja, lange ist das jetzt nicht mehr. Ja, dann setze ich mich da jetzt mal wieder rein. Ja, und dann denke ich, fahren wir mal zum See. Och, ist das hier. Och, hier ist es aber muckelig warm. Das geht immer ratzefatze. Gut. Auf zum See. Naja, dann gucken wir mal. Es war noch kein Badewetter, aber egal.
Ja, müssen wir auch wieder aufpassen, was es eigentlich umwirft. Tja, an diesen Steigungen, ne, da wäre es ja doch schön, wenn man ein bisschen mehr Power hätte. Aber mehr Power ist ja machbar, ist ja kein Ding. An der Motor rein. Aber der frisst dann auch wieder mehr Akku, dann leitet wieder die Reichweite. Also ich denke mal, ich belasse es dabei. So kann man sich wenigstens die Landschaft schön angucken. Ist doch auch in Ordnung. Junge, aber da hinten kommen jetzt wirklich richtig Wolken, ey. Hör mal, Wetter. Ja, bin gespannt, was das gibt. Aber vielleicht haben wir auch wieder Glück und es zieht an einem vorbei. Ja, und auch wenn es hier mehr rappelt und scheppert, aber so Nebenstraßen sind doch irgendwie am allergeilsten. Da kann man so ein bisschen fahren, wie man möchte, stört keinen. Sommerwetter, ey, mit der Sonne, man sieht ja kaum noch was. Schließen wir das Ding jetzt mal ab und gehen mal zum See. Bevor die Sonne ganz weg ist. Das geht ja jetzt ratzefatze, ey. Ja, man kann ja sagen, was man will. Im Sommer hat das schon ein bisschen mehr, ne? Da hat man so richtig Bock ans Wasser ran, ins Wasser rein. Das sieht im Moment nicht so einladend aus. Aber schön ist trotzdem. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch die letzten Sonnenstrahlen hier nutzen und noch einen kleinen Spaziergang machen. Ja, aber ich glaube, dann nehme ich euch nicht mit, ne? Nachher texte ich euch so lange zu. Oh Gott, wie lang soll denn das Video werden? Nein, nein, ich glaube, dann mache ich die Kamera jetzt gleich mal aus. Denn hier kann man wunderschön einmal drum rumlaufen. Da macht man zwar ein paar Kilometer, aber ist wirklich schön zu laufen. Vielleicht also drum rum werde ich jetzt diesmal nicht laufen. Ist mir, glaube ich, jetzt auch zu viel. Aber hier wenigstens mal so am Ufer ein bisschen langschlendern. Ja, und dann mal ein bisschen das Abseits hier so genießen. Ich sage ja, solange die Sonne jetzt noch da ist, weil das geht jetzt ruckzuck, das sind noch ein paar Minuten, denke ich. Ja, vielleicht eine Viertelstunde oder sowas. Aber dann ist sie bestimmt weg. Also, dann lege ich euch jetzt mal beiseite. Ja, und es war echt richtig, richtig schlau, dass ich ohne Lampe losmarschiert bin. Und jetzt im Dunkeln, ich sehe gar nichts mehr vor die Füße, ey. Manches Mal hätte es mich beinahe schon lang gelegt, ey. Jetzt aber mal rein in die Stube. Jetzt kann ich mein Handy auch mal weglegen. Ah, Licht, jawohl. So, willkommen. Hey, wir hatten da das Bett nicht gemacht. Mensch, 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 das war aber dumm von mir. So ohne Licht. So, jo, da draußen sehen wir nichts mehr. Dann machen wir die Klappe mal zu. Und dann igeln wir uns hier mal ein. Ja, das wird mein Nachtquartier.
Aber einen Schluck Wasser könnte ich jetzt mal eben gebrauchen. Da tut's aber hier das Kranicher. Sehr gut. Ach ja, so ist das. So ist das Camperleben. Was gibt's denn so zu schauen für den Sascha? Serien, was haben wir denn da? Oh, Reacher. Muss ich auch noch gucken, die neue Staffel. Der ist geil. Ja, aber ich werde auf jeden Fall Yellowstone weitergucken. Das ist echt eine tolle Serie, muss ich sagen. Als ich das erst so gelesen hatte, so mit einem Ranger, der so seine Ranch verteidigt und so, dachte ich, naja, ich weiß ja nicht. Aber die ist wirklich geil. So, ich lehne mich jetzt zurück. Genieße ein bisschen die Serie und dann geht's bald. Hey, stopp mal. Und dann geht das bald ab in die Haier. Ja, guten Morgen. So, kann man mich denn überhaupt hier erkennen? Ich mach mal ein anderes Licht. Oh, das war aus. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, wir haben es jetzt 5 Uhr und naja, wie erwartet. Erste Nacht ist immer ein bisschen, naja, bisschen unruhig, bisschen hin und her. Aber ich muss sagen, also liegen konnte ich da jetzt wirklich gut. Da gibt es gar nichts. Also da gibt es kaum was zu verbessern, außer hier so eine Ecke von so einem Holzkasten. Der war so ein bisschen im Weg. Da muss ich das Holz vielleicht mal ein bisschen ausschneiden. So, wie sieht das da draußen aus? Wie wir sehen nichts. Ja, dann schnappe ich mir mal wieder mein Mützchen, denn es ist sicherlich noch kein Sommer da draußen. So, nochmal einen Schluck Wasser nehmen. Und dann machen wir hier mal aus, die Hütte, und dann gucken wir mal raus, was das Wetter sagt. Ja. Ich höre ein paar Autos rauschen. Sehen tue ich gar nichts. Tja, dann gucken wir uns das Ganze hier draußen mal an. Aber was wir sehen können, boah, ich muss mal das Handylicht benutzen. Ich habe nämlich nichts dabei. Das war richtig klug. Das habe ich ja gestern Abend schon gemerkt. Und hier ist es wirklich dunkel. Dunkel, dunkel. Sieht man wenigstens die Sterne? Also ich sehe sie. So, ich versuche das jetzt mal mit dem Handylicht dahin zu kriegen, denn wie wir sehen, sehen wir sonst gar nichts. Ja, ich denke mal, ich gehe jetzt mal zurück zu meinem Fahrzeug und dann mache ich auch nicht mehr lange rum. Dann werde ich nämlich jetzt die Sachen kurz zusammenpacken und dann mal nach Hause fahren. Im Grunde habe ich ja jetzt das erfahren, was ich wollte. Ich habe eine Nacht da drin verbracht. Ja, das war völlig okay. Es gibt noch eine Sache, die muss ich noch ein bisschen ändern. So an meiner Küchenzeile, sage ich jetzt mal, da ist ein Kasten hinten dran. Ja, der ist mir so ein bisschen im Weg, wenn ich mich nachts mal drehe. Da ist so eine Holzkante, die stört ein bisschen. Aber gut, dafür sind ja auch solche Tests da, dass man weiß, was muss man noch ändern, was kann man lassen. Nee, und darum. Aber an sich, ja, war das doch ganz erfolgreich. Vor allen Dingen halt auch gestern die Fahrt. Ne, sind ja ein paar Kilometer zusammengekommen und vor allen Dingen mit den Bergen so, das konnte man mal testen. Nee, das war ja alles in Ordnung. Und ja, wie gesagt, mit der Übernachtung hat man keinen Stress da drin zu schlafen. Gut, ich bin immer jemand, ich muss mich immer erst dran gewöhnen. So die erste Nacht ist dann doch immer ein bisschen kurz. Aber so vom Liegen her, alles gut. Heizung tut auch ihren Job. Also da kann ich komplett mit leben. Das Ding funktioniert. So, und da mir jetzt kalt wird, mache ich auch nicht mehr lange drum rum. Wir sind am Ende vom Video. Ich sehe zu, dass ich nach Hause komme. Also, somit bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen. Oh, wie mache ich das denn jetzt mit dem Finger? Ich habe das Handy in der Hand. Müssen wir heute mal ohne. Also, somit bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.